Oh, geil! Geil, Alter! Es wird so nice, Leute. Was? Das ist ja unglaublich. Komm rein! Geil, ne? Wir haben alle ewig lange drauf gewartet, Leute. Wir gehen rein. Kommt, wir machen es einfach. Wir machen es einfach rein in die Masse. So, wir schauen mal, was hier alles so passiert ist, meine Liebsten. Das Tor, wurde mir nun gesagt, ist fertig soweit. Das ist ganz interessant. Gamers Time scheint hier gerade auch noch was zu bauen. Auch interessant. Ich würde sagen, das Tor ist fertig. Und dann drücke ich mal hier drauf, wa? Es ist so wild, oder? Checkt ihr das? Checkt ihr, wie krass das ist? Checkt ihr, wie heftig das ist? Alter, Digga. Ja, von der anderen Seite kann ich es gerade nicht machen. Kann ich... Ah, hier, Joecraft ist gerade da. Dann kann er es mir kurz zeigen von der anderen Seite. Hallo? Hi. Joecraft, zeig's mir von hinten, du geile Sau. Alter! Das ist anders wild. Digga, das ist zu krass. Holy shit, Joe. Du hast dich komplett selbst übertroffen. Die größte Tür, die ich jemals gebaut habe. Selbst echt noch nicht jetzt? Im Creative habe ich so eine große Tür gebaut, ja. Crazy, Alter. Du hast dich komplett übertroffen, sag mal. Ja. Geil, war lustig. Iosa baut auch. Spark hat ein neues Haus gebaut. Ja, wir alle arbeiten hier richtig an der Burg. Das ist so geil, Alter, dass es hier so vorangeht. Das ist so geil, Mann. G-Time baut unten auch irgendwas, habe ich jetzt von Leuten gehört, ne? Keine Ahnung. Irgendwer hat gesagt, dass G-Time hier unten auch noch jetzt irgendwas bauen möchte. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, frohe Weihnachten. Ja, danke. Alles gut? Bei mir ist alles bestens. Sehr schön. Kevin, ich, ja, schön, dass du wieder Craftech spielst. Ich freue mich, dass du wieder da bist, Mann. Voll viele Leute haben gesagt, du hast irgendwie aufgehört. Revi wollte sich entschuldigen. Ich habe einfach nur nicht Craftech gespielt, weil ich Cyberpunk gespielt habe und Stardew Valley. Ja, Kevin, ich muss dich, glaube ich, hier nochmal bei dir... Ich brauche nicht jeden Tag Minecraft mehr, ne? Nee, ach, alles gut. Ich will mich hier, glaube ich, nochmal kurz entschuldigen, Kevin, ne? Dass wir da dein Feld genommen haben. Ja, ist in Ordnung für mich. Ich habe mit der Sache abgeschlossen. Für mich alles fein. Ja, dann können wir jetzt wieder Hand in Hand arbeiten, oder? Ihr könnt Hogwarts bauen. Ich bin raus bei der Sache. Aus welchem Grund? Also ich meine, wir haben das Feld ja jetzt weiterhin erhalten. Ich hatte da andere Pläne und ihr habt das umgeplant. Das ist auch für mich absolut fein und ich habe dann halt einfach keine Lust mehr jetzt gehabt. Und jetzt baue ich einfach was anderes. Aber dann guck doch mal, wie geil das hier ist, Kevin. Wie groß das alles wird. Es wäre doch schade, wenn du da nicht mitwirkst. Ja, ist ja auch geil, was ihr baut und so. Aber ich möchte jetzt gerne mein Haus einfach weiterbauen. Okay, aber das Feld ist ja erhalten geblieben. Das siehst du ja. Das ist ja noch da. Also, ja, ich weiß. Aber das ist jetzt halt unter der Erde, ne? Ja gut, aber ich meine, du hast ja trotzdem noch allen Platz dafür, ne? Und da kann ja eine geile Höhlenwelt oder sowas entstehen, weißt du? Also, das könnt ihr ja bauen, ist doch kein Problem. Ja, aber ich fände es halt geil, wenn du das machst, weil du warst ja anfangs dabei, so, ne? Und ich will nicht, dass du dich jetzt halt da irgendwie raus... Ja, aber jetzt bin ich erstmal an meinem Haus dran. Dass du dich jetzt hier rausgemobbt fühlst, ne? Das will ich jetzt nicht. Nö, ich fühle mich nicht rausgemobbt. Ich habe einfach von meiner Seite her gesagt, okay, wenn ihr das anders plant, ist ja in Ordnung. Ich wollte halt vorher da einen riesen Bauernhof mit Mühle und allem bauen. Das ist jetzt halt einfach nicht mehr so möglich, ja? Doch, klar. Aber guck mal, ist doch jetzt geil, dass wir so ein fettes Community-Projekt haben, oder nicht? Ja, ist doch geil. Ist doch in Ordnung. Aber ist doch in Ordnung, wenn ich jetzt auch erstmal mein Haus baue. Absolut. So, und wenn ich dann irgendwann Lust habe, dann baue ich die Höhle aus. Ich sag mal so, man sieht die doch sowieso nicht. Ob ich die jetzt baue oder in 2 Wochen, ist doch nicht schlimm, oder? Du musst aufpassen, Kevin. Irgendjemand nimmt immer deine Emeralds und tradet die gegen goldene Karotten. Ja, wahrscheinlich du. Die Zuschauer haben ja schon gesagt, dass du die ganze Zeit an meinen Kisten klaust, fleißig. Nein, das ist Herobrine. Okay, alles klar. Gut, ich bin dann erstmal raus. Wir hören uns. Bis Kevin, dann. Kevin, wir hören uns. Tschüss. So. Crocodile Andy kommt jetzt gleich wohl live, haben Leute mir gesagt. Und dann frage ich den mal, wie wir den inneren Bereich hier der Mauer gestalten, Spark, und wie weit wir damit nach hinten gehen. Das wäre gut zu wissen, weil dann brauche ich das zum Plan. Dann kann er sich nämlich auch hier gleich mal an den Turm ranmachen. Ich bin die Gebäude gefallen, weil eigentlich bin ich auch nicht so der Bauer gewesen, bis einfach so und jetzt in den letzten Jahren hat sich so ergeben, dass ich ein bisschen immer gebaut habe. Ich wollte gerade sagen, du bist immer besser geworden, ne? Ja, man lernt dazu, ne? Richtig. Es sieht schon ziemlich fett aus alles. Ich finde es einfach so geil, weil für mich ist es halt einfach, dass wir hier so viele Leute sind, die konstant daran arbeiten. Das ist jetzt wirklich der Vibe, der es halt komplett ändert nochmal für mich, ne? Das macht es nochmal ganz, ganz anders. Ich hätte mal den Marktplatz hier gepflastert. Also erstmal mit Steinen am Boden unten drunter, damit wir da Kies und Steine und alles mögliche setzen können. Ich würde noch nichts draufbauen, aber einfach nur mal, dass das Gras hier weg ist. Bist du gerade dabei oder wie? Oder hast du schon? Ich bin gerade dabei, hier einfach erstmal das Gras wegzubuddeln. Ey, wenn du Bock hast, Spark, dann mach's aber smart direkt und mach direkt von unten eine doppelte Layer. Weißt du? Direkt mit Cleanstone, ne? Ja, klar. Hier, ich werde mit Cobblestone einfach oder mit Cleanstone hier einfach jetzt hier noch einen Boden drunter ziehen und da kann ich dann Kies draufsetzen und so. Ja, genau, genau,
genau. Dann macht's ruhig mit Cleanstone, dann können wir das nämlich sehr geil nutzen. Ansonsten hätte ich einfach direkt ersetzt, deswegen baue ich das jetzt großflächig ab, um es nochmal neu hinzubauen. Perfekt, Darinho. Baby, auf welcher Höhe möchtest du die Tür haben? Oder kannst du einmal das Gitter holen, damit ich Bescheid weiß, auf welcher Höhe das Gitter sein ja, soll? Ja, pass auf, Joe, also das ist jetzt das Ding. Das Ding ist, damit wir das Gitter machen können, müssten wir einmal so 3 Blöcke weitergehen, ob dann kann die Treppe continued werden. Also ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegen wollt, da hinten überhaupt mit dem Terraform von der Straße. Viel Spaß. Doch, das geht. Das machen wir einfach ein bisschen, ne? Genau. Baby, ich würde jetzt hier, wo das Redstone liegt, da würde ich das Gitter hinbauen. Genau, da bin ich bei dir, ja. Ich mache nur mal ganz kurz ein bisschen Designwork, ja? Mach das unbedingt. Das Designwork solltest du aber besser gleich nochmal machen, wenn ich die Technik fertiggestellt habe, falls die... Nee, das ist schon ganz geil so. So ein kleines schwarzes Tor, das ist ganz wild. Ja, ist ein geiles Nebentor. Ein blaues Gitter, ja, wir könnten auch actually die Warped Fences nehmen, das wäre sogar noch besser. Ich würde sogar plädieren dafür, das sieht echt gut aus, mach mal. Ja. Oh, geil! Geil, Alter! Geil! Baby, wir müssten einmal kurz hier unten irgendeinen Gravelbock hinsetzen, also Gravel, Sand oder irgendeine Form von Beton hier unten. Die schieben das Gitter nämlich nach oben und danach muss es wieder am Boden verschwinden. Ja, wenn du so einen Block hast. Wir können erstmal temporär Sand nehmen und anschließend würde ich nochmal gucken, dass wir was Schöneres nehmen, okay? Ja, mach das gerne. Es wird so nice, Leute. Oh, Andy kommt gleich, geil! Der Knopf da unten, der hier öffnet die Tür aktuell. Wie gesagt, ich mach's ordentlicher mit einer Keykarte. Ach, aber noch du hast nicht. Jetzt von vorne, hast du das auch so gemacht. Ist ja kein Problem. Achtung, Achtung, so öffnet sie sich. Jetzt ist offen, ne? Und schließen geht auch. Absolut wild. 3, 2, 1. Hallo, Kroko. Ich schließe jetzt Weihnachten, hallo. Ey, Kroko, wirklich, du kommst wirklich zur richtigen Stelle. Also wir sind hier gerade am Aufdrehen. Wir warten sehnlichst auf den Bauleiter. Wir haben grundlegende Fragen, die beantwortet werden muss. Es wird jetzt einiges sein, wo du jetzt, sag ich mal, ein bisschen mithelfen musst. Rede und Antwort stehen musst zumindest. Ey, wir haben hier so geil weitergebaut, Veto, wirklich, ne? Wir haben hier ein geiles Torhaus haben wir jetzt, ey, Digga. Das ist einfach nur wild. Was machst du gerade schon wieder? Ja, ich stehe einfach nur AFK die ganze Zeit rum. Ich muss halt vorbereiten für Silvester so streamen, ne? Ins neue Jahr reinstreamen, Craft Attack, let's go. Ach, aber streamst du auch Craft Attack? Jetzt? Nee. Nee, also jetzt an deinem Silvester, sag ich mal. Ja, Silvester, ja. Bist du bereit? Warte kurz. 3, 2, 1, Aufnahme läuft. Was? Das ist ja unglaublich. Nee, ist echt heftig. Es ist so krank, oder? Es ist so crazy, ne? Ich hab mich auch, Digga, du musst halt überlegen, für jemand wie mich ist das so krass gewesen, dass ich halt sowas gebaut habe. Ja, ist halt einfach passiert so, da auf einmal war es da. Ja, also für ein kleines, gefreestyltes Torhaus bin ich damit echt happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn jetzt der Plan? Wo geht's jetzt weiter? Was steht dann? Ich hab hier vorne ein Torhaus gebaut und wenn du das findest, fange ich an zu heulen. Das kleine hier, meinst du? Ja, guck mal von außen. Brücke. Hey, check doch mal, das sieht doch cool aus. Und links und rechts davon kommen noch Türme hin, die ein bisschen höher stehen als die Mauer, weißt du? Kannst auch einfach nur einen Turm auf die Seite bauen. Das finde ich reicht auch schon. Aber ich habe jetzt extra Platz gelassen für 2. Komm rein! Geil, ne? So ein kleines Fluchttor, ne? Ja, genau, ja. Entschuldigung. Ist das hier schon, weil hier ist es ja noch nicht weiß, fängt der erst da vorne an. Das heißt, ja, richtig, hier also hier muss eine normale Mauer hin. Wir müssen weit höher mit der Mauer hier an der Ecke, wir müssen hier höher werden. Ja, das ist das Ding und ich fände es halt ganz geil, wenn die Mauer innerhalb dieses Segments einfach höher wird, also quasi zackig ist, weißt du, was ich meine, und nicht von Segment zu Segment. Ja, das ist kein Thema. Aber wir könnten hier einen Trick machen, meiner Meinung nach, weil du hast hier dein Tor und ich würde dem Tor nur einen Turm geben und ich würde den Turm hier machen. Oh nein, aber ich habe schon 2 Türme hingebaut. Ja, warte ab. Oh Gott, ich habe da extra 2 Turmdesigns gemacht. Das kann... Oh Gott. Du kannst auch 2 Türme machen, aber du kannst, meiner Meinung nach, kannst du auch hier eine größere Plattform machen. Auf die kann man auch eine Balliste stellen oder sonst was. Auf der niedrigeren Seite hier. Und dann machst du halt einen höheren Turm hier. Ich finde, das schaut eigentlich ganz... Also ich bin halt so ein Fan, der so ein bisschen so antisymmetrisch unterwegs ist. Ah, das Tor sieht so geil aus. Ja, Mann, Chat, guck mal. Das ist viel besser. Sehr, sehr, sehr viel besser, Leute. Deutlich besser, Mann, als mit den Türmen. Jetzt haben wir so ein richtig schönes kleines Torhaus. Richtig geil für so ein Nebentor. Ist wirklich perfekt in meinen Augen. Nicht zu big. Man sieht trotzdem, dass da irgendwas anders ist als das Mauerelement. Das ist super. Und das funktioniert ganz gut. Veto kleistert hier gerade noch fleißigst die Mauer. Sieht krass aus mit dem Höhenunterschied. Was sagst du? Sieht krass aus, der Höhenunterschied. Ist er auch. Dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir das halt gleich macht. So, Andy ist hier gerade noch dabei, Leute. Und zieht hier schon mal das Innere der Mauer. Sieht auch sehr, sehr, sehr geil aus, to be honest. Sehr, sehr geil. Also sehr, 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 sehr geil.